Ja, diesen Käfer haben wir schon kennengelernt bei der Vogelverwertung. Es ist der schwarzhörnige Totengräber, aber dieses Mal ohne Milben. Der Totengräber. Ach, ein anderes Mal. Hier haben wir die gemeine Wespe, oder? Ja, genau. Eine deutsche Wespe, eine französische. Ich denke, es ist eine gemeine Wespe. Und sie ist wirklich sehr, sehr gemein. Sie frisst unsere Brombeeren. Brombeeren, ja. Sie hat das so gerne. Das ist so lecker. Also die erwachsenen Wespen sind meistens Vegetarier. Ja, und das Eiweiß? Das brauchen sie für die Larven. Sie nehmen das Insekten oder eben auch manchmal, sie haben auch gerne Schinken, oder? Ja, ja. Das wird dann irgendwie zu Brei zerkaut, um dann den Larven zu füttern. Wenn man die Größenverhältnisse so sieht, also die Brombeere, die Größe der Brombeere und die Größe der Wespe, das ist das reinste Schlaraffenland. Das ist wie für uns eine extrem große Wassermelone, oder? Ein Dessertbuffet ist das. Ja, so. Ich bin überrascht, wie viel sie fressen kann. Ja. Ja, wahrscheinlich legt sie sich einen Wintervorrat an, weil sie überwintern ja als erwachsene Tiere. Ich denke, ja. Zumindest unsere Wespen, die kommen ja im Frühling wieder zu uns. Sie haben schon 3 Nester bei uns gebaut. Sie kommen da jedes Jahr wieder. Ja, es ist die Königin, die überwintert. Schau mal, das große Stück. Ja, ja. Und jetzt hat sie es unten und hält sich daran fest. Nicht besonders clever, oder? Nein. Also sie hat es fallen gelassen. Aber wunderschöne Aufnahmen. Ja. Das ist ihr wunderschön geglückt. Das hat alles gestimmt hier. Ja. Ja, Lichtverhältnis, kein Wind oder gut genau. Stabilisiert. Nein, kein Wind. Oh, jetzt kommt das Problem. Ja! Sie hat sich am eigenen Ast gesägt. Und das Zeug ist jetzt alles klebrig. Aber sie kam zurück, zumindest. Ja, ja, sie hat das überlebt, den Sturz. Ja, das staunt auch diese Graugans, ja. Was eine Wespe vollbringen kann. Sie überlegt sich gerade im Moment, was als nächstes zu tun wäre. Schwierig bei diesem Regen. Ja. Und das Nächste, das bei ihr ansteht, ist eine Paarung. Da verschwinden die 2 im Gebüsch, im Schilf. Und hier haben wir das Resultat. Genau. Die Mama, die alles gut beobachtet, bewacht, beschützt. Wir hatten Glück, es gibt nicht so viele in der Schweiz. Sie sagen, es gibt zwischen 45 und 60 Paare. Ja, sehr wenig. Sie lieben Gräser,
Ja. Manchmal nehmen sie auch Wurzeln. Ja. Hier ein Blässhuhn. Die Eltern erzählen, kommt nicht zu nahe. Wir haben hier ein Kind. Das Blässhuhn hat das verstanden. Sie sind übrigens ihren Partnern treu, die Gänse. Ja, ein Leben lang. He? Ja. Außer einer stirbt, dann nehmen sie auch neue Partner. Und wie lange leben sie? Sie können bis zu 17 Jahre alt werden. Ja, beachtlich. Hier, Papa, Mama mit Kind und nun wird das Kind der Kolonie vorgestellt. Es war eine ganze Sippe dort. Ja, vermutlich Tanten oder so, Onkel. Und jeder kann sich jetzt das Kind ansehen, bestaunen. Der Hinter hat gesagt, ich hatte auch schon welche. Hier ein guter Nützling, die Buchenschwebfliege. Und eine Wildbiene. Habe ich gesagt, was es für eine ist? Eine Furchenbiene, denke ich. Furchenbiene. Ja, sie streicht sich hier die Hosen voll. He? Ja. Hat schon sehr fleißig gesammelt. Ja, ja, sie ist ganz fleißig. Und auch hier die schwarzen Käfer, das sind Rapsglanzkäfer. Kein Futterneid, nichts, kein Problem. Das ist schon ein riesiger Grössenunterschied. Ja. Ja, die Biene ist so 8 bis 10 mm. Ja, sie sagen 6 bis 15 sogar. 6 bis 15. Ich weiß nicht, ob Männchen und Weibchen sind wahrscheinlich unterschiedlich groß. Ja. Aber eifrig. Sehr eifrig bei der Sache. Ja, und hier haben wir die Rapsglanzkäfer. Genau. Die sind nur so... Etwa 2 mm. 2 mm, also recht schwierig, um einen Makrofilm zu machen. Ja. Wir haben da verschiedene Male versucht und geübt und geprobt. Es gibt sie fast überall. In Europa, in Nordafrika, Asien, sogar Nordamerika. Ja. Hier zusammen mit einem Schmalbock. Ja. Und auch hier, sie sind nicht wählerisch, ja? Sie fressen alles. Sie fressen alle Pflanzen, nicht nur Raps, ja. Und sie fressen eben die ganze Blüte, das ist... Darum, wenn sie in Massen auftreten, gelten sie als Schädling. Ja. Erstaunlicherweise sind die Larven, die machen keine Schäden, die ernähren sich nur von Pollen. Die Larven? Die Larven, ja. Und nur der erwachsene Käfer? Der erwachsene Käfer, ja, er frisst ja die ganze Blüte. Ja, und wenn sie natürlich da in der kleinen Gemeinschaft eine Blüte überfallen, bleibt von der dann nicht mehr sehr viel ja, übrig. Ja, ja, ja. Und sie werden auch in der Landwirtschaft werden sie bekämpft mit Insektiziden. Aber es gibt sehr schöne Farbkombinationen. Hier sehen wir
verschiedene Blüten, die befallen werden von diesen kleinen Dingen. Auch das eine sehr schöne Aufnahme. Man sieht sie im Frühling, sieht man sie wirklich fast überall. Ja. Manchmal das Einzige, das man filmen kann, aber doch nicht genau. So richtig, weil sie so klein sind. Ja. Hier auf einer Säublume. Das war's. Bis später. Bis dann.